Hier also unser Tatort und aufmerksame Zuschauer können ihn schon hören, den knurrenden Magen unseres Opfers. Walter, hallo. Herzlich willkommen. Hat ja alles geklappt? Ja, wunderbar. Wir haben auch recht. Danke. Ja. Und sind Sie Flieger alles? Ich fliege ja sehr ungern. Ach ja. Und es fing auch an, dass wir eine Dreiviertelstunde Verspätung hatten. Der Flieger, die haben hier keine Landeerlaubnis gekriegt. Mhm. Und jetzt ist es. Guten Abend. Abend. Meine Agentin sagte mir, sie wäre dabei. Es war eigentlich, ja, war mit ihr vereinbart. Was darf es denn sein? Was darf es denn sein? Was esse ich denn? Ob bei Ihnen war es die Gemüse. Oh Gott, schon wieder kommt ein Reisebus. Ja? Ja, genau. Die Peter, ja. Entschuldigung. Du heißt, wir haben zwei Reisebusse bekommen im Salon Maximilian. Machst du hier weiter? Ja, klar, kein Problem. Okay, danke. Ja, habe ich einen Block? Ja, habe ich. Hallo, guten Tag. Guten Abend. So, jetzt geht es alles wieder von vorne los. Also, zu trinken nehme ich ein Wasser. Bitte? Ein Wasser nehme ich zu trinken und dann nehme ich dieses Menü 3. Können Sie mir noch mal sagen, was Menü 3 war? Ich war 4 Wochen weg. Das lesen Sie selber. Okay. Jetzt? Jetzt. Lesen Anders Sie jetzt. Ich gucke Sie jetzt. Okay. Und so, Sie, junger Mann? Die Gänse, Kraftbrühe, Geschnetzeltes vom Rinderfilet. Also Sie nehmen Menü 2. Menü 2. Okay. Okay. Jo. Das ist aber hübsch hier draußen. Oh. Der Kellner, der hat sich erhängt. Was ist denn da los? Bitte nicht unteressen sollen. Noch nicht. Nö, sonst essen wir Brötchen mit Butter, das ist ja auch gut. Ein wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Grüße gerade gehört. Ja, das war's denn. Es ist leider mein Kollege ein kleines Missgeschick passiert. Nein, könnten Sie freundlicherweise bitte noch mal Ihre Wünsche äußern? Bitte, tut mir sehr leid. Sie sind das Dritte. Sie sind der Dritte. Es tut mir sehr leid, aber um das Ganze zu beschleunigen, können Sie mir freundlicherweise bitte noch mal Ihre Wünsche durchgeben. Bitte sehr. Menü 3. Menü 3, was ist das bitte? Da. Entschuldigung. Es tut mir leid, aber bei uns ist, das ist schon sehr, sehr viel los heute. Wir erwarten ja noch eine größere Gesellschaft in wenigen Minuten. Es geht runter und drüber. Tut mir leid, also kann auch etwas länger dauern. Das Geschnetzelte vom Rinderfilet. Auch so wie es dasteht. Cognac, Menü 2, ja? Ja, genau. Wie trinken möchten Sie gerne? Ja, wir hätten gerne. Haben Sie Getränke schon bestellt? Ja, Entschuldigung. Wir möchten ich möchte ein stilles Wasser und Herr Balzer möchte auch ein stilles Wasser und einen Wein. Nicht? Was trockenen. Es ist ja zu komisch, wenn man denkt, das ist ein Witz. Das ist ja ein Witz. Jetzt kommt doch wieder der Erste. Schon da. Wie toll. Dankeschön. Was ist denn mit dem zweiten Kellner passiert? Der ist in Ohnmacht gefallen draußen, oder was? Ja, der hat ein kleines Unglück gehabt. Ja, das haben wir gehört. Der hat sich ein bisschen verletzt. Oh. Ja, also, danke dir. Oh, dann muss man was machen. Und dann, das ist, glaube ich, nicht richtig. Wasser haben wir hier. Moment, was haben wir jetzt hier gemacht? Also, wir haben eine Suppe. Sie haben ja. Ich habe eine Gemüsesuppe bestellt. Ja, das ist richtig. Moment. Irgendwas ist hier falsch, ne? Bei wem haben Sie denn bestellt? Hat jemand von euch die Bestellung angenommen? Nein, von diesen Herren keiner. Ja? Ja, gut, habt ihr das Amüsöl auf der ganzen Nacht, meine Herren? Ich glaube, die war bestellt. Das könnte alles sein, wieder mit ein bisschen viel, entschuldige. Ja. Ich nehme die eine bitte mit. Wir haben nämlich die Haltung angedrückt, wenn ich bitten darf. Etwas, ja? 1, 2, 3, 4. Krupka, du deckst hier ab. Die kommen in 5 Minuten. Spitzi, fang sie bitte an, meine Herren, wenn ich bitten darf. Haben Sie das schon mal erlebt? Das habe ich noch nie erlebt. Die Blumen, die bringen Sie für Sie an die Rezeption. Könnten Sie das ein bisschen leiser machen? Wir haben eine Besprechung hier. Wir würden Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie das Ganze leise machen. Darf ich Ihnen noch etwas Wasser nachschenken? Ja, bitte, ja. Okay. Darf ich? Warum? Das ist meine Suppe, die würde ich gerne zu Ende essen. Und ich möchte nur, dass Sie hier dieses wegnehmen und uns in Ruhe essen lassen. Ja, aber Sie haben es doch bestellt. Nein, Entschuldigung, ich nehme das gerne zurück. Aber es ist ja kalt dann, Mensch. Die Rechnung ist schon da. Sag mal, haben Sie hier einen Geschäftsführer? Ich bin der Restaurantleiter, ja. Das kann ja nicht sein. Natürlich, klar. Sie geben die Rechnung, bevor wir gegessen haben? Natürlich, klar. Ich möchte Sie bitten, sich jetzt vom Tisch zu entfernen, ganz schnell. Ja. Ich räume das jetzt weg. Bye.
machen Sie jetzt, was Sie wollen und Sie lassen uns bitte in Ruhe. Ja. Und sprechen uns bitte nicht mehr an. So. Und die Suppe auf, oder was? Ja, nehmen Sie sie weg. Möchten Sie eine neue Suppe? Nein, danke schön. Eine heiße? Danke, nichts. So. Guten Appetit, entschuldigen Sie bitte. Er hat eben seine Hand hier drauf gehalten. Dann steht er und spricht so, dann pfeift er diese Kellner an. Er bringt uns die Rechnung, wir sind gerade bei der Vorspeise. Aber der ist meines Erachtens ist der gefährlich, weil der ist nicht ganz dicht. Sagen Sie mal, was ist das für ein Hörer und 10 Bediente und 20 Gerichte gebracht? Sie haben doch bei mir bestellt. Ja, wir haben bei Ihnen bestellt, Sie wurden weggerufen. Da kam doch ein junger Mann, der sagte, Sie möchten weggehen. Es kommen 2 Reisebusse, ob Sie das machen, er macht das. So, dann haben wir bei Ihnen bestellt, dann kommt dieser andere und wir bestellen ein drittes Mal. Ja, ich meine, wenn Sie es bestellt haben, dann müssen Sie es auch essen. Nein, nehmen Sie das bitte runter. Nehmen Sie das bitte sofort vom Tisch runter, inklusive diese Suppe, weil jetzt werde ich langsam ärgerlich. Das haben Sie... Ja, aber Sie haben das bei mir bestellt. Können Sie mir sagen, warum dann der andere gekommen ist und hat gesagt, Sie übernehmen was? Also und der fragt wieder, was überhaupt wollen Sie essen? Sag mal, ihr seid alle nicht. Also ich komme jetzt nicht mehr mit, ich gehe jetzt. Ja, das ist auch gut so. Was ist jetzt denn los? Kann ich mir einen aufmachen? Jetzt muss ich mit die Tür aufmachen. Ich finde das so witzig. Das muss man aufschreiben. Das muss man aufschreiben. Das ist so komisch. So, es hat schon eine Weile gedauert, aber Ihr Essen. Ich bin leider über den Servierer. Ja, ich sehe es schon. Sie sind aber ja verletzt. Ja. Aber Sie hatten... Ich hatte irgendwie für das Company oder Backenrecht. Genau, da. Mhm. Und Sie hatten Filetspitzen. Das ist auch eiskalt. Das können Sie gleich wieder mitnehmen. Kaltes Essen essen wir nicht. Wir trinken jetzt Sie, was. Das ist aber auch keine Art. Das tut mir leid, aber... Das ist keine Art von uns. Kann jemand wenigstens die Tür noch mal aufhalten? Nee, nicht mehr. Sie stellen es ab und machen sich die Tür auf und ich bin nicht dazu da, Ihnen die Tür da und auf. Das ist ja das Irreste, was ich je erlebt habe. Ich glaube, das ist so. Doris, das haben Sie noch nicht. Das glauben Sie nicht, was hier passiert. Das glauben Sie nicht, was hier passiert. Kann ich Sie mal draußen einen Moment sprechen? Ja. Macht es Ihnen was aus? Nein, nein. Ja? Das ist der komische Abend. Ach, jetzt ist ja alles weg. Was ist denn das? Wo ist denn unser Wein? 2 Minuten können wir abräumen. Ist alles soweit okay. Sind beim Kaffee. Und dann decken wir hier wieder für 13 ein im Eck auf 2. Ja? Kommt sofort. Sie räumen jetzt mal nicht ab. Wir trinken den Kaffee jetzt mal in Ruhe. Und Sie gehen jetzt mal raus und machen mal die Tür zu. Weil jetzt verliere ich die Nerven langsam. Die Tür ist zu. Ja, gehen Sie raus. Machen Sie sie hinter sich zu. Wir wollen hier niemanden mehr drin haben. Guck mal, es kommen 5 Kellner. Du, guck dir mal das an. Es tut mir leid, wir müssen ja gleich wieder alles ordnungsgemäß aufdecken. Der ist doch nicht normal. So, nach einem vollmundigen Menü. Sie ist nicht wusste es! Ich wusste es!